Strahlen für die Kameras, Autogramme für die Fans. Schauspielerin Liv-Lisa Fries hat ihren Auftritt vorhin auf dem roten Teppich beim Festival in Ludwigshafen sichtlich genossen und machte gut gelaunt Fotos mit ihren Fans. Sie geben mir einen Preis dafür, was ich gemacht habe, und das finde ich irgendwie ganz schön, weil es ja, also weil ich, glaube ich, viel mit Druck konfrontiert bin in meinem Beruf, also für mich selber, was ich für einen Anspruch habe an das, was ich tue. Bin jetzt erstmal, ich versuche mal, das zu genießen irgendwie, ja. Gut geschlafen. Entschuldigung, ich... Richtig bekannt wurde Fries durch die ARD-Erfolgsserie Babylon Berlin als Kriminalassistentin Charlotte Ritter im Berlin der 1930er Jahre, kurz vor dem Kollaps der Weimarer Republik. Auf dem Filmfestival in Ludwigshafen ist Fries im Film In Liebe, eure Hilde zu sehen, spielt die deutsche Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Ob auch der Film einen Preis im Wettbewerb des Festivals abräumt, wird sich zeigen. Schauspielerin Liv-Lisa Fries ist hier auf der Parkinsel in Ludwigshafen keine Unbekannte. Vor 10 Jahren war sie schon mal hier. Da saß sie nämlich in der Jury des Filmfestivals. Diesmal ist sie hier als große Preisträgerin des Preises für Schauspielkunst. Und sie ist nicht die Einzige, die in diesem Jahr damit ausgezeichnet wird. Insgesamt 3-mal wird der Preis vergeben. Kommende Woche werden auch Joachim Krohl und Christoph Maria Herbst mit dem Preis ausgezeichnet.